Hallöchen, ich möchte euch heute noch ein bisschen mehr über die Symphonie des Augenblicks von Marie Fitzgerald erzählen. Dieses Buch hat eine etwas längere Vorgeschichte, das heißt, ich habe dieses Buch vorgestellt bekommen auf der Häppchenlesung vom Wiegner. Wer nicht ganz genau weiß, was es ist einfach ein Abend, an dem von zwei netten Verkäuferinnen beim Wiegner verschiedene Bücher vorgestellt werden und die einem schmackhaft gemacht werden, zusammen mit ein paar leckeren Häppchen, die gereicht werden von Kate, die beim Wiegner in Oberasbach arbeitet. Die Symphonie des Augenblicks wurde eben auch an diesem Abend vorgestellt. Ich hatte das Glück, dass meine Mama die Karten besorgt hat, dass wir das zeitlich irgendwie geschafft haben und ich teilnehmen konnte an diesem Abend, denn das ist immer etwas schwieriger, grundsätzlich von der Zeit her. Und dann wurde ich auch durchaus von diesem Buch begeistert, beziehungsweise ich bin vorher schon auf dieses Buch gestoßen und hatte es schon auf meinen Wunschzettel geschrieben, war in der Zwischenzeit aber noch nicht dran vorbeigekommen, das heißt, ich konnte es mir noch gar nicht kaufen. Heißt auch, ich wurde nochmal neu begeistert von diesem Buch und zwar so sehr, dass ich mir dachte, ja, definitiv, ich brauche dieses Buch. Nach der Häppchenlesung gibt es natürlich die Möglichkeit, diese Bücher auch direkt zu erwerben und mitzunehmen. Das hatten wir uns auch kurz überlegt, sowohl meine Mama als auch ich, denn wir waren beide von diesem Buch einfach nochmal begeistert. Haben uns dann allerdings dagegen entschieden, denn das Ganze war, sofern ich mich noch recht entsinne, im Oktober diese Häppchenlesung und im November, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, hatte ich Geburtstag. Das heißt, ich hatte genug Chancen, das auch geschenkt zu kriegen. Also habe ich es natürlich für mich nicht gekauft. Meine Mama wollte es mir aber direkt dort vor Ort kaufen und schenken und ich habe gesagt, nein, muss nicht sofort sein, ich merke es mir, ich weiß es und habe sowieso schon auf meiner Wunschliste stehen. Dann kam, wie es kommen sollte, ich hatte es völlig wieder vergessen, völlig aus den Augen verloren, dieses Buch. Einfach weil ganz viele andere Dinge drumherum passiert sind in meinem Leben. Und dann bin ich ganz überrascht worden an meinem Geburtstag, denn meine Mama meinte, du weißt ja sowieso, was in diesem Päckchen ist. Ich habe natürlich ein Buch ertastet, aber konnte nichts in Verbindung bringen mit dieser Form bzw. mit diesem gebundenen Buch. Und als ich es dann ausgepackt habe, habe ich mich natürlich umso mehr gefreut. Dieses umso mehr Freuen hat sich sogar so stark ausgewirkt, dass ich wusste, ich möchte es auch direkt lesen. Ich hatte natürlich genug angefangene Bücher noch, aber ich wusste, ja, das dauert nicht lange und dann lese ich dieses Buch. So war es dann auch und ich habe es Ende November noch begonnen und auch im November noch beendet. Gerade so 4 Minuten, bevor der November geendet hat, so circa, war es dann zu Ende und ich war fast traurig, dass es zu Ende war. Jetzt geht es aber endlich mal um den Inhalt, denn die Symphonie des Augenblicks hat nicht nur einen wunderschönen Titel, ein wunderschönes Cover, sondern auch einen wunderschönen Inhalt. Eine etwas ruhigere Geschichte, durchaus aber auch turbulent und es passiert so einiges zwischen den Buchdeckeln. Denn auf nicht mal 300 Seiten erfahren wir eine herrliche Geschichte, die sich um 4 Menschen dreht. Wir lernen erstmal Claude kennen. Claude ist ca. 80 Jahre alt und blind, lebt allein in einem Haus. Seine Angestellte, seine Haushälterin Angela kommt immer wieder vorbei und putzt das Haus von oben bis unten und neckt sich immer wieder mit Claude. Claude ist außerdem begnadeter Musiker und gibt Klavierstunden für Corentin. Corentin ist ein fast 18-jähriger Junge, der von seiner Mutter etwas drangsaliert wird, seit bekannt ist, dass er ein IQ von 170 hat und er daraufhin in den Himmel gelobt wird und natürlich auch zur Musik, also zu Klavierstunden gezwungen wird, die er bei Claude nimmt und er keine Freunde mehr hat und eigentlich auf seinem Lebensweg so ein bisschen neben die Spur gestellt wurde und das ganz unfreiwillig. Angela und auch Annette. Annette ist die Dame, die immer wieder, wir würden vielleicht sagen, Essen auf Rädern bringt. Die beiden Damen und auch Corentin, denen fällt natürlich auf, dass ein Mann, offensichtlich ein Obdachloser, gegenüber von Claudes Haus auf einer Parkbank sitzt mit seiner Reisetasche. Angela erzählt es auch durchaus Claude und ist eher skeptisch dem Mann gegenüber, weil sie nicht weiß, wie man ihn einschätzen, einordnen soll und ob man nicht vielleicht die Polizei oder die Nachbarn verständigen sollte. Claude macht sich keine großen Sorgen, sondern ist eher interessiert und neugierig und möchte diesen Mann kennenlernen. Alain heißt dieser Mann, der auch zu Wort kommt in diesem Buch. Das heißt, es wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Wir erfahren immer wieder einen Teil der Geschichte aus der Sicht von Claude, aus der Sicht von Alain, aus der Sicht von Corentin. Und wir lernen dann letztendlich auch noch Carole kennen. Carole ist die Frau aus dem Nachbarhaus, die von ihrem Mann geschlagen wird. Das Ganze erfahren bzw. bekommen Claude und Alain mit, als sie im Garten von Claude sitzen. Bis dahin war es aber schon noch ein bisschen Weg, das heißt, Alain ist schon aufmerksam geworden auf diese Frau und hat sie auch schon ein Stück weit verfolgt bzw. weiß, wo sie arbeitet,
hat schon ein bisschen etwas herausgefunden über sie. Was oder wie es aber um sie steht, das erfährt er erst, als er Schreie hört, als er mit Claude im Garten grillt oder picknickt. Das Ganze findet aber erst statt, nachdem Alain sich ein Stück weit angefreundet hat mit Claude und auch den Garten von Claude in Ordnung gebracht hat. Das heißt, wir haben hier so eine Freundschaft zwischen einem durch verschiedene Umstände obdachlos gewordenen Mann, der nach Frankreich zurückgekehrt ist, Alain, einen blinden, aber sehr gutmütigen älteren Mann, Claude, und Corentin, der immer wieder auch mal fasziniert ist von dem, wie Claude handelt und wie Claude ist und wie er auf Corentin eben wirkt. Und dann gibt es eben noch die Frau Carole. Und um die wollen sich die drei Männer dann kümmern. Sich letztendlich alle vier auf eine Reise begeben, von der keiner weiß, wohin die führt und warum und wieso und was das Ganze bringen soll und niemand damit rechnet, wie das Ganze endet. Davon handelt dieses Buch und das ist, ich finde, sehr, sehr schön, sehr mit sehr viel Herz. Eine durchaus eher sanft und leise erzählte Geschichte, aber doch immer wieder auch so eindringlich, dass man merkt, das könnte gerade nebenan passieren und es ist traurig, wenn dann so Teile dabei sind, wie die Geschichte von Carole natürlich, die von ihrem Mann geschlagen wird und unterdrückt wird. Es ist herzerwärmend, wie Claude sich um Corentin kümmert, um Alain kümmert, obwohl er selbst auf Hilfe angewiesen ist im Alltag, immer wieder. Und Alain sich langsam öffnet und Menschen verzeiht, quasi das wiederfindet, was er mal hatte, das Vertrauen in Menschen und auch in das, dass seine Zukunft ihm noch etwas zu bieten hat und noch etwas bringen kann. Und er nicht auf der Straße versauern muss oder beim Arbeitsamt. Ich finde, damit macht dieses Buch durchaus Hoffnung und öffnet einem die Augen, egal wer man ist oder vorher war oder egal wo man gerade steht, es gibt immer einen Weg. Und selbst wenn man den vielleicht selbst nicht sieht oder findet oder nicht genug Kraft hat, den zu gehen, gibt es hoffentlich immer jemanden, der einem zur Seite steht und der ihm hilft, vielleicht sogar drei Männer, die ganz unterschiedlichen Alters sind und die ganz zufällig zusammengewürfelt sind und bei denen, wenn man anguckt, es letztendlich vier verrückte Menschen dabei herauskommen, die sich auf eine Reise begeben, die so niemand planen würde und die doch ein Stück weit verspricht, dass am Ende was Tolles dabei herauskommt. Ich finde eine wundervolle Geschichte. Es muss keine Geschichte sein jetzt noch für den Winter, denn die Geschichte beginnt im, ich weiß nicht mehr genau, März oder dergleichen, also eher im Kalten. Und führt uns eigentlich eher in den Sommer hinein. Aber dennoch ist es auch eine Geschichte, die uns auch im Winter das Herz ein bisschen wärmen kann und Hoffnung gibt, dass auch wieder ein Sommer kommt und dass da auch wieder etwas auf uns wartet. Und mit diesen recht nachdenklichen und vielleicht sogar besinnlichen Worten möchte ich euch jetzt ein Stück weit genau an der Stelle stehen lassen und ich hoffe, ihr habt genug Interesse gesammelt. Es ist, wie gesagt, nicht nur ein wunderschöner Titel, ein wunderschönes Cover, es ist auch eine wundervolle Geschichte. Und die kann ich euch allen nur empfehlen. Probiert es aus. Es ist, soweit ich weiß, das Debüt von der Autorin. Und ich bin gespannt, was sie noch zu zaubern, zu vollbringen mag. Wenn es immer so schön ist wie dieses Buch, dann kann ich es euch ausnahmslos nur empfehlen. Guckt es euch mal an, schaut mal rein. Und damit wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und lest schöne Bücher. Tschüss!